Hallo, mein Name ist Dieter Peschel. Ich bin Gitarrist und am Musikstudio München und als privater Gitarrenlehrer tätig. Ich möchte euch heute Tipps zum effektiven und richtigen Lernen von Tonleitern geben. Der weltberühmte Pianist Lang Lang wurde einmal gefragt, kommt es auf den einzelnen Ton an? Und er antwortete, ja, es kommt auf den einzelnen Ton an. Und das sowohl auf dem Klavier, der Klarinette, der Violine, dem Saxophon oder eben auf der Gitarre. Was bedeutet das aber genau? Das heißt, dass jeder Ton für sich genommen ein separater Ton ist, der selbst in rasenden Geschwindigkeiten sauber und in der richtigen Geschwindigkeit klingt. Erst die Aneinanderreihung sauberer Töne führt zu wohlklingenden und perfekten Tonleitern. Wie beginnen wir mit dem Tonleiterüben? Zunächst sollten wir uns darüber klar werden, wie ein einzelner Ton auf unserem Instrument klingt, egal ob wir mit dem Plektrum, dem Daumen oder mit dem Wechselschlag Zeigefinger, Mittelfinger spielen. Dazu schlagen wir zunächst eine Leerseite an und versuchen, einen runden, wohlklingenden Ton ohne Klirren und Kratzen zu erzeugen. Experimentiert ruhig ein bisschen mit eurem Anschlagfinger oder dem Plektrum herum. Lasst den Ton lange klingen und genießt den Klang. Wiederholt das mehrmals und versucht immer den gleichen Klang zu erzeugen. Wenn das gelingt, könnt ihr mit dem Antermalenreihen von zwei Tönen beginnen. Das ist auf dem Klavier und anderen Tasteninstrumenten keine Schwierigkeit. Man schlägt die nächste Taste an und der neue Ton erklingt. Auf Saiteninstrumenten, insbesondere gezupften, besteht hier jedoch ein wesentlicher Unterschied. Gleichzeitig mit dem Anschlagen erfolgt das Greifen des neuen Tones. Dieser Gleichzeitigkeit oder Synchronität sollte größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Setzt der Greiffinger zu früh auf, verstummt der Ton, ehe der neue durch den nächsten Anschlag erklingt. Je früher der Greiffinger aufsetzt, desto länger ist diese Unterbrechung. Das macht sich vor allem bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar, da die Unterbrechung zwischen den Tönen immer gleich bleibt, die Abstände zwischen den eigentlichen Tönen aber immer geringer werden. Ergo, wir müssen so lange wie möglich mit dem Aufsetzen des Greiffingers warten. Das gelingt uns am besten, wenn wir sehr große Abstände zwischen den Tönen einhalten. Setzt also den nächsten Ton im Abstand von einer Sekunde oder mehr auf und legt volle Konzentration auf die Synchronität von Anschlag und Aufsetzen des Greiffingers. Greiffinger immer noch zu früh aufsetzt, versucht euch vorzustellen, dass dieser in Gedanken verzögert, also gefühlt nach dem Anschlag aufsetzt. Das soll natürlich am Ende nicht so klingen, sondern es soll genau auf den Punkt gegriffen werden. Aber diese Übung hilft euch, den Finger später aufzusetzen. Wenn ihr das Spiel, die perfekte Synchronität mit zwei Tönen hinbekommt, könnt ihr langsam mit Tonleitern anfangen. Dazu sollten immer
zuerst einfache Tonleitern benutzt werden. Und es gilt immer das gleiche Prinzip. Lasst zwischen den Tönen große Abstände, also eine Sekunde oder mehr. Wählt zunächst entweder nur drei Töne auf einer Seite oder maximal eine Oktave. Spielt im Sattelbereich und wählt einfache Fingersätze. Versucht beim Wiederholen die Geschwindigkeit niedrig zu halten und legt volle Konzentration auf die Synchronität von Anschlag und Aufsetzen des Greiffingers. Wer sich in der Geschwindigkeit alleine nicht zurückhalten kann, sollte zunächst ein Metronom benutzen. Dieses hilft, die erforderliche Geschwindigkeit einzuhalten. Macht zwischen den Übungen Pausen, damit die Konzentration nicht verloren geht. Übt zunächst immer langsam und voll konzentriert. Keine Angst! Die Geschwindigkeit kommt mit der Zeit und wird immer besser. Aber erst, wenn ihr es langsam perfekt beherrscht. Neben der perfekten Synchronität hat das langsame Spiel noch einen zweiten entscheidenden Vorteil. Die Finger der Greifhand verkrampfen nicht. Bei zu hohem Tempo werden die Muskeln der Greifhand überfordert und verkrampfen. Ergo unkonzentriertes und unsauberes Spiel. Die Finger müssen sich erst langsam an höhere Geschwindigkeiten gewöhnen. Und genau das erreicht ihr durch stetig sich wiederholendes, langsames und konzentriertes Spiel. Fazit: Nur entspannte Finger und ein entspannter Kopf können hohe Geschwindigkeiten bis hin zur Raserei erreichen. Es gilt die Weisheit, aus langsam wird schnell. Musik